Die Unionsfraktion ist die nächste Rednerin. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir alle sind uns bewusst geworden, das haben die Debatten im Ausschuss und auch in den letzten Monaten gezeigt, dass beim Thema Geldwäsche und aber auch Terrorismus- und Extremismusbekämpfung, Finanzierung eine konsequente Bekämpfung notwendig ist. Und ich glaube, der heutige Tag ist Anlass, dieses noch einmal explizit aufzugreifen. Und ich war eigentlich bisher der Ansicht, dass wir ganz gut zueinander kommen können aufgrund der zwei vorgelegten Gesetzentwürfe, vor allen Dingen dem einen, den wir auch schon hier im Plenum jetzt haben, und der Anträge, die auch wir dazu gestellt haben. Und deswegen kann ich mich nur so wundern, Herr Herbrand, wie Sie auf die Idee kommen, dass es ausgerechnet die Union sein soll, die hier nicht tätig geworden ist. Sie haben wie immer den Copy-Paste-Satz von den 16 Jahren angewandt, und dann darf ich Sie aber erinnern, doch natürlich haben Sie das gesagt. Sie haben gesagt, 16 Jahre wäre nichts passiert. Doch in 2017 unter einem Unionsfinanzminister wurde die letzte größere Initiative ergriffen. Damals haben wir FIU ins Leben gerufen. Es war der Ansatz, wo wir gesagt haben, da könnten wir versuchen, nun der Dinge habhaft zu werden und sie entsprechend auch zu zentrieren. Und dann kam 2018 ein neuer Finanzminister. Sein Name war Olaf Scholz. Und ab da ist nichts mehr passiert. Nunmehr seit über 6 Jahren. Auch das ist eine Wahrheit. Und wenn Sie es gerne haben, dann werden wir diese Zeitverläufe gerne auch einmal darstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir derzeit über die mangelnde Effektivität bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus und Extremismusfinanzierung reden und davon uns leider beeinträchtigen lassen müssen, dass wir zu einem begehrten Standort genau für diese Themen geworden sind, dann steht uns vor Augen, dass wir allein im organisierten Verbrechen derzeit etwa 1 Milliarde nachgewiesener solcher Gelder haben. Aber noch viel schlimmer ist, dass wir mit ca. 100 Milliarden pro Jahr rechnen müssen, so die Dunkelziffer, die durch unser Land laufen und genau für diese Themen dann verwandt werden. Genau das, was wir nicht haben wollen. Und lassen Sie mich eine weitere Zahl bei Ihnen benennen. Sie haben von den Versäumnissen gesprochen. Die unmittelbare Schwester von Geldwäsche ist Korruption. Es ist miteinander verwoben wie kaum etwas sonst. Und der sogenannte Corruption Perception Index, der regelmäßig von unserer nicht befreundeten Organisation Transparency International erhoben wird, hat in 2023 eine deutliche Verschlechterung Deutschlands festgestellt. Das heißt, seit diese Ampel nichts tut, denn das ist genau das, was bisher ihr Thema ist. Seither haben wir uns auch auf diesem Gebiet verschlechtert. Lassen Sie mich noch einmal kurz aufgreifen. Was sind denn die Themen? Uns hat die Financial Action Task Force vorgeworfen bei ihrer Länderprüfung, dass beispielsweise eine rechtswidrige Vortat derzeit nach 261 Strafgesetzbuch zwingend erforderlich, um überhaupt eine Strafverfolgung anstreben zu können. Das ist natürlich eine Hürde, die zu überwinden viel zu lange dauert und viel zu weit führen würde. Deswegen wollen wir auch hier eine Änderung haben. Wir haben bei der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor faktisch keine Instrumente. Wir können dem Ganzen nicht habhaft werden. Und das Gleiche, was uns derzeit schwer im Wege steht, ist, dass eben auch die derzeit Verpflichteten viel zu passiv sind, sich allein auf ihre Closed Box beziehen und deswegen hier keine Maßnahmen übergreifend ergreifen. Da wollen wir nun Änderungen haben. Sie haben sie teilweise schon aufgeführt. Wir wollen zum Beispiel haben, dass der Staat verlangen kann, wenn bestimmte Risikomerkmale vorliegen. Und das ist uns wichtig, dass er tatsächlich Auskunft erhalten kann und sie eben nicht mehr verweigert werden darf, woher der formelle Inhaber denn diese Vermögenswerte hat und wer die faktische Kontrolle darüber ausführt. Denn Sie wissen, genau da haben wir häufig Probleme. Es ist die Geldwäsche bei juristischen Personen, die uns vor Probleme stellt. Ich sage als Stichwort nur Stiftungen. Wie häufig wissen wir, dass über Stiftungen, übrigens gerne auch über das Ausland, die entsprechenden Strukturen verwoben werden, die dann kaum mehr möglich sind, wir den wirtschaftlich Berechtigten kaum mehr feststellen können. Und genau diesem nachzufolgen, ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben. Und das fehlt in allen Entwürfen, die uns bisher vorliegen. Wir müssen viel früher der faktischen Geschäftsführung in diesen Bereichen habhaft werden, um auch diese Schattenbereiche sehen zu können. Und einer der Hauptpunkte für Geldwäsche bei uns gerade in Deutschland ist der missbräuchliche Erwerb von Immobilien, sowohl durch
juristische wie durch natürliche Personen. Dieses mit allen Möglichkeiten, die damit festgestellt werden, müssen wir unterbinden. Und deswegen wollen wir ein Immobilientransaktionsregister. Ich glaube, das kann einer der Punkte sein. Aber wir brauchen natürlich auch immer die Registrierung in öffentlichen Registern dieser Gesellschaften, die es teilweise aufnehmen. Und wir müssen noch mal verstärkte Sorgfaltspflichten bei den Verpflichteten haben. Und lassen Sie mich am heutigen Tag noch einmal zur Terrorismusfinanzierung kommen. Nichts ist so wichtig, als dass wir das unbedingt unterbinden. Denn diese Finanzierung finanziert nicht nur den katastrophalen Terrorismus, den wir im Nahen Osten jetzt sehen. Sie finanziert leider auch den Terrorismus, der in unser Land schwappt. Und das wollen wir nicht haben. Und deswegen muss das BKA eigene Listen führen können über terroristische Organisationen und deren Unterstützer ebenfalls. Und da wird es manche hart treffen, wie wir diese Woche erlebt haben. Und es muss durch die Verpflichteten eine obligatorische Abfrage dieser Listen festgehalten werden, damit wir hier den Dingen schneller auf die Spur kommen, gründlicher auf die Spur kommen. Und schließlich und endlich muss der Straftatbestand der Terrorismusfinanzierung ausgeweitet werden auf jedes Wissen einer vorsätzlichen Finanzierung, und zwar unabhängig von dem Nachweis einer konkreten Straftat. Es muss das abstrakte Wollen reichen, denn das können wir uns nicht leisten. Dieses und vieles mehr gilt es anzugehen. Lassen Sie uns wenigstens das einheitlich und gemeinsam tun. Ich glaube, es ist in unser aller Interesse. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Manuel Höferlin.